So, da sind wir wieder und gehen jetzt wieder erneut in die Kavernen, die wir ja eigentlich schon relativ aufgeräumt haben. Aber wir waren noch nicht in den Fallgruben unten. In den Fallgruben waren wir, aber die von den Kavernen, da waren wir noch nicht. Nein, in die will ich noch nicht unbedingt reinhüpfen. Ich will erstmal in diese eine besondere reinhüpfen, da hinten nämlich. Die hier. Geronimo. Und wir sind bei einem Haufen Schleim gelandet. Das ist nicht so schön. Obwohl, wir können sie einfrieren. Da geht's ja noch einigermaßen. Das war Schleim Nummer 1. Oh, solange sie uns nicht umzingeln. Wie jetzt gerade. Oh, hier geht es schon wieder nach oben. Das ist gut zu wissen. Gehen wir doch gleich mal nach oben gucken. Es gehen zwei Sachen auf. Hier geht einmal ein Gang auf hierher. Und hier ist was aufgegangen. Den Sinn hinterfrage ich jetzt erst einmal nicht, sondern ich gucke mich hier mal weiter um. Hier gibt es nämlich noch mehr Schleime, die wir einfrieren und schlagen können. Da ist eine Nische, die wir uns jetzt gerade haben treiben lassen. Aber zum Glück haben wir den Schleim erledigt. Hallo, nächster Schleim. Drei-Punkt-Technik macht bei dem nicht ganz so viel Schaden. Das war nicht so richtig. Aber jetzt ist der Schleim tot. Okay, da war auch eine Möglichkeit zum Runterfallen. In eine Ecke gedrängt und wir haben wieder einen Haufen Heilkräuter. Nee, nee, die habe ich bemerkt. Du kannst ruhig sterben. So. Und da sind wir gerade in unseren eigenen Eiszauber gerannt. Was nicht so gesund ist. Und irgendwie macht der Schleim uns auch kaum noch Schaden. Naja gut, er trägt die komplette Wählerrüstung. Er hat 78 Protection. Ich glaube, wenn wir den Schleim weggeboxt haben, ziehen wir uns erst einmal kurz nach oben zurück. Ja, die Treppe dazu ist da hinten. Na, falsch abgebogen. Hier rum wollte ich. Und hier hoch. Da sind überall Fallgruben. Ich bin in die gesprungen und ja, genau da gelandet. Also wird die wahrscheinlich hier hinführen. Die da oben hin, die dahin.
Mal gucken wir einfach mal. Gab es eigentlich irgendwelche Fallgruben, in die ich nicht gesprungen bin? Können wir nämlich daran erinnern, dass es irgendwo eine gab. Blauer Kristall. In die bin ich gesprungen. Da bin ich hier irgendwo. Ja, hier rausgekommen, genau. In die da bin ich, glaube ich, nicht gesprungen. Aber die müsste hier an dieses Ende rausführen. Sehe ich jetzt so nirgends eine Fallgrube, in die ich nicht gesprungen bin. Mm-mm. Abgesehen natürlich von, wo ist es denn? Genau, die hier. Die Bodenlose. Das war die einzige, glaube ich, in die ich nicht gesprungen bin. Gut, dann habe ich mich doch nicht getäuscht. Ja. Jetzt erstmal wieder schlafen und dann geht es wieder ab an Schleime töten. Ans Schleime töten. So, da runter. Und da hat es gleich der erste Schleim beim Runtergehen geschafft, mich mal krank zu machen. Und dafür gebe ich ihm ordentlich eins mit der 3-Punkte-Technik auf die Nase. Kräuter lasse ich jetzt mal einfach stehen. Einfach aus dem Grund, weil wir genügend haben. Essen haben wir auch noch genug. Schleimbälle haben wir eigentlich nicht so viele, aber brauchen wir auch nicht wirklich. Und hey, da ist irgendwas. Da. Hm. Müssen wir uns nachher mal angucken. Hier ist auch etwas. Hier ist noch eine Grube, wo man runterfallen kann. Das wird wahrscheinlich hier irgendwo sein. Aber jetzt erst einmal den Schleim da gucken. Sieht so aus, als ob das der letzte ist. Oh, den haben wir sogar getötet, während er noch eingefroren war. Gut, jetzt gucken wir mal kurz. Da ist die Treppe. Da ist die Treppe und 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also wird wahrscheinlich das hier die Grube sein, in die wir runterspringen müssen, um dort hinten zu landen. Ja. Dann machen wir das doch mal. Erstmal verlaufen wir uns wieder. Gott sei Dank spiele ich nicht im Oldschool-Modus. Sonst wäre das Ganze sicher noch schlimmer. Ja, hier rum. Stimmt das soweit? Ja, einigermaßen stimmt das. Checken wir das Ganze nochmal. Also, hoch ist die hier. Die beiden sind hier und hier. Darüber ist hier. 1, 2, 3, 4 hoch und 1 rüber. 1, 2, 3, 4 hoch und 1 rüber müsste hier irgendwo sein. Ja, ich denke mal, dass die hier. Damit noch gemeint sind. Ah, ich bin ja schon fast am Eingang. Und dann würde ich gerne diese Grube runterspringen. Und bin tatsächlich auf der anderen Seite gelandet. Ach, habe ich es doch richtig gemacht. Gut. Eiszauber aktivieren.
Die Tiefkühlkontrolle. Ah ja. Und hier haben wir Frostschild. Ach, du resist Cold plus 3. Ja, Frostschild kennen wir. Und hey, neue Texturen. Das gefällt mir. Das sieht winterlich aus. Wow. Okay, schaltet das hier die Kontrolle ab? Ja, tut es. Es tut die Druckplatten einrasten lassen. Nomadenhandschuhe, die werden nicht wirklich gebraucht. Was trägt sie? Sie trägt Worker-Handschuhe. Steak von dem Eisdino. Und da liegt ein Hammer und dort ist sogar Frostbite Neckleck. Also gegen Kälte. Ich kenne diese Falle. Genau. Daher kenne ich diese Falle. Wow, wow, wow. Zumachen und Kühltruhe an. Wir haben den Eishammer. Ich glaube, das ist der mächtigste Hammer, den man haben kann. Ja, Attack Power 35, Accuracy. Seht euch das an, Angriffskraft 75. Und dann würde ich mal sagen, jetzt gucken wir mal, dass wir da drin aufräumen. Wow. Aha, bist eingefroren. Wow. Wo kommst du denn her? Also ja, diese Tiefkühlkontrolle ist schon ziemlich heftig. Wir müssen nur aufpassen, dass es uns nicht erwischt. So wie den Pilz hier gerade eben erwischt hat. Aua. Hat es uns doch erwischt. Und wir sind eingesperrt. Das ist nicht so gut. Schnell weg hier. Okay. Viel Schaden macht es nicht, aber es friert wenigstens die Gegner ein. So, komm her. Dann hauen wir auf dich drauf. Und hier ist noch ein Pilz. So, da ist die auch eingefroren. So. Puh, jetzt können wir uns hier mal in Ruhe umgucken, denke ich mal. Beziehungsweise bevor wir uns hier in Ruhe umgucken, denke ich mal, dass wir die Kühltruhe erst wieder ausschalten. So. Hat jemand Hunger? Ja, er hat Hunger, er kann das essen. Er hat Hunger, kann das essen. Sie hat Hunger. Sie hat auch Hunger, deswegen. Was machst du? Ach, du machst hier gleich was auf. Und warum sehen hier die Texturen? Ach so, weil das die Wand ist und man kann nicht zwei verschiedene Texturen. Der Modmacher hat es nicht geschafft, von zwei verschiedenen Seiten zwei Texturen, aber okay. Das ist nicht so weiter tragisch. Ich finde trotzdem cool, was er hier gemacht hat mit den eingefrorenen Wänden und allem. Hier ist nichts. Da müsste irgendwo das Dino-Steak noch sein. Genau das hier, das kannst du mal essen. Das hätte ich nämlich am meisten. Und ganz ehrlich, ich könnte normal so versteckte Schalter hier gar nicht erkennen, richtig.
so eisig, wie das alles aussieht. Aber gut. Ich wüsste auch nicht, wie man da reinkommen sollte. Aber ich glaube, da drin gibt es auch gar nichts. Es ist einfach bloß zum Durchgucken. Gut, machen wir hier wieder zu. Und wir sind wieder da draußen, hier draußen. Hm. Pitwood Bread können wir hier in den Nahrungssack rein. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zur Treppe und speichern dort erstmal. Genau hier. Also bis gleich.